Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Oh, Schnee. Wir sind in Kirchester, wie auch immer man diesen Ort hier ausspricht. Und ja, wir haben in der letzten Folge ein paar Pokémon gefangen und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf in die nächste Arena. Arena Nummer 6 und gucken da mal, wie wir da so abschneiden, ne? Zeig mal. Jetzt die Gesteinsarena, ne? Oh Gott. Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Pleite reingefahren. Was? Meine Strategie gegen Gesteins Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Da hatte ich sie mir doch so eins von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist. Hier hast du Iliaka, das Arena, als gegen den ich gerade verloren habe. Ich habe einen guten Blick drauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Iliaka von Mac. Ich muss derweil überlegen, was ich an mein Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mir mit mehr Selbstvertrauen in die Sache eingehe. Oh Gott, der wird schon wieder so ein Rivale, der irgendwie, weiß nicht, nicht mal irgendwie eine Herausforderung am Ende des Spiels sein wird, ne? Vor allem, ich habe mir mal irgendwie, weil nicht, welcher Part das nochmal war, so ein paar Folgen hier vor, 3 Folgen oder so, habe ich mir nochmal angeguckt und da kam ja Hopp aus dieser Bahnhaltstelle, ne? Nachdem wir die Arenaleiterin Papella erledigt haben, ne? Und die ist ja mit uns mitgekommen nach Engine City und er kommt dann auf einmal aus der Bahn und hat gesagt, boah, die Fragen von der haben mich voll fertig gemacht, aber ich habe es irgendwie geschafft. Wie hat er den Orden geholt, während die mit uns in Engine City war oder Claw City? Also die war doch gar nicht da zu dem Zeitpunkt und die ist bestimmt nicht schon den ganzen Weg irgendwie zurück gewesen, weil die kam irgendwie so, weil Hopp kam irgendwie so 5 Minuten nachdem wir die noch gesehen hatten aus der Bahn, hat gesagt, ja, ich habe den Orden geholt. Wann hat er ihn denn geholt? Wir haben die doch bekämpft und dann irgendwie haben wir die doch bis nach Claw City begleitet und die war doch gar nicht da. Wie hat er den verdammten Orden geholt? Boah, egal. So, ich hasse Hopp. Da ist das, worauf ich hinaus will. Hey, ich bin's, Balduin. Für jemanden, der sich dessen Schicksal unter einen Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier, bitte sehr. Einen Mondball. Weil er sich besonders gut eignet, um Pokémon zu fangen, die sich mit einem Mondstein entwickeln. Beim Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, bei denen der Mondstein eine Entwicklung auslöst. Schon faszinierend, was alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja. Hör auf, mir immer deine Bälle ins Gesicht zu halten. Pokémon gegenüber zu drehen, den Typen man im Nachteil braucht man mehr als Mut. Man muss sich vorbereiten und eine gute Strategie entwickeln, um zu bestehen. Ich habe hier die Nachrichten gesehen. Was? Nur weil das Ende in Sicht ist, darf man nicht nachlässig werden. Ein Kampf in einer Stadt, in der es schneit, fast so, als wäre das Wetter auf meiner Seite. Okay, Stein. Ich habe mein Team folgendermaßen vorbereitet. Ich hatte genau das gleiche Team, was ich sonst auch immer habe. Blackwing, Gestein, Stahl, ne? Ne, ich habe eher nicht Durchbruch beigebracht. Repto, Schaufler, Kampf. Ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet für diese Arena. Gestein, also... Da können natürlich einige Kombinationen noch vorkommen, die vielleicht sehr fies sein können, aber ich glaube, wir sind gut gewaffnet für diese Arena. Die Uniform sehe ich, sieht übrigens gut aus. Willkommen, Arena Changer. Möchtest du in unser Arena-Stadion antreten? Ja, aber sicher doch. Damit ich zuallererst erst durch dich anzuziehen und so. Hm? Okay. Hier, nimm diesen Fallgrubendetektor, den brauchst du für die Arena-Mission, was? Okay. Mir fällt gerade auf, ich glaube, der 7. Arena-Leiter ist der, den wir gar nicht gesehen haben, weil ich glaube, wir haben jetzt alle Arena-Leiter, die wir im Intro gesehen haben, schon hinter uns oder vor uns jetzt gerade. Und Roy, den haben wir ja schon gesehen, ne? Das ist der Drachen-Arena-Leiter, ist der 8., ne? Heißt, den 7. sehen wir nicht und den kennen wir noch nicht. Und dann soll ich die Ringe der Arena-Mission von Chichester erklären? Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Weil im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wenn solch eine Fallgrube plumps, wirst du zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, indem du eine Fallgrube bekommst. Dann viel Erfolg. Kannst du mich hören? Versuch den richtigen Weg zu erspüren. Okay, irgendwas wollte ich noch machen, aber ich habe schon wieder vergessen. Naja, die Liga-Karte.
wenn wir uns mal angucken. Ich weiß noch, glaube ich, wie der Typ aussieht. Ja, genau, der hier. Mac. Ein aufstrebender Nachwuchs da, in dem viele schon den zukünftigen Champ sehen. Er strebt nach Kämpfer auf stilvolle Art für sich zu entscheiden und somit das Klischee zu widerlegen. Experten in Sachen Gesteins-Pokémon hätten einen groben Stil. Er versteht es, seinen Fans bei Laune zu halten und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei der Presse ist er aber dafür aber berüchtigt, sich nach seiner Niederlage wortlos in den Wartebereich zurückzuziehen. Gerade diese Eigenart beschert ihm jedoch bei seinen Fans Pluspunkte. Nach einer Niederlage, okay, das ist nicht. Er sagt eine Menge Niederlagen, hoffe ich. So, wir mal sehen, was passiert. Ah! Okay. Ich wollte mal sehen, wie das aussieht, okay. So. Also nehme ich mal an da, ne? Oder auch nicht. Ach! Hier ist doch gerade ausgehen sollen. Okay. Wäre irgendwie schwieriger vorgestellt. Aber es geht. Die Uniform steht dir echt gut. Hast du dich schon daran gewöhnt, im Chichester Stadion rumzulaufen? Ja. Ich weiß zwar nicht, wo ich hinlaufe, weil ich den ganzen Boden gucke und so. Trainer Ina. Ja, die ist voll putzig. Selimantor. Okay. Deswegen aber gucken, wie stark die Gegner sind. 38, okay. Bis wir den Arenaleiter erreichen. Wird das schon. Dieser Kühl. Boom. Hochrüstung. Ja, Initiative kannst du ruhig haben. Oh Gott. Ja, ist neutral. Boom. Ja, mit diesem riesen Kohl ist nicht zu spaßen. Oh, sie kam so selbstsicher gewirkt. Jetzt geht mir ein Licht auf. Wenn man hier vorankommen will, muss man vorsichtig und trotzdem selbstsicher einen Fuß vor den anderen setzen. Mein Gott, das ist genau wie in Fire Emblem Fates. Irgendwie die normalen NPCs sehen manchmal irgendwie besser gestaltet aus als einige wichtige Charaktere. Was? Ja, da links war da auch. Ah, okay, ich werde schon hier. Ach, da muss ich da, okay. Was? Ach so, da sind auch kleinere. Okay, so ungefähr habe ich mir halt vorgestellt. Ja. Oh, herrlich. Okay, so habe ich mir halt schon ein bisschen vorgestellt, so ein bisschen nerviger überall sein könnten. So. Ja, die werden alle aufgedeckt. Gut. Hat mich so gerne interessiert. Genau, weiter so. Aber tief ein und konzentriere dich. Ich werde bestimmt nicht geradeaus hier durchgehen können. Da ich die Löcher nicht irgendwie vor mir so aufdecken kann oder so. So. Hi. Jetzt geht es über Gesteins-Pokémon. Sie sind einfach die allertollsten aller Pokémon. Würde ich sogar gar nicht mal so weit irgendwie nicht zustimmen. Carolin. Mag Gesteins-Pokémon auch. Onix ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Rizeros. Oder Rion, ich mag eigentlich Rion irgendwie lieber. So, warte mal, du bist 12. Käfer, ne? Das wäre neutral. Dann mach mal das. Rose natürlich, unser Herr und Schöpfer, gelobt sei Helix. Auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Viele fossile Pokémon finde ich cool. So, jetzt gar nicht gesehen, welches Level der Teil war. Slam weg damit.
Hast du gesehen, wie toll sie sind? Was ihnen so toll ist, willst du wissen? Das ist doch ganz klar. Wenn ein Sandschwein, wenn sie Steine und ihre Spezialverteidigung benutzt, oh Gott, ich sehe gerade, was hast du gerade irgendwie foreshadowed, wie der Arenaleiter so drauf ist. Gott. Hi, na. Sieht nicht so toll aus wie deine weibliche Kollegin vom Design her. Warte mal, du hast, glaube ich, eine Grasattacke, ne? Zeig mal. Boom. Wissenswertes für MacFan Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Wenn du das sagst, Christopher. Waggon. Und jetzt haben wir ein Problem, weil das Viech ist, glaube ich, Gesteinsfeuer. Gott verdammt. Aber komm, versuchen wir. Erstmal Donnerwell. Dann versuchen wir einfach mal mit. Oh nee. Hau. Das hast du jetzt nicht getan, mein Alter. Kugelsaat. Der trifft 10-mal. Oh Gott. Er hat effektiv wäre, ne? Aber 4-mal. Okay, zufrieden. Aber jetzt glaube ich nicht so bringen, habe ich so Gefühl. Ja, Nitroladung in Verbindung mit dem Teil. Nitroladung ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nee, warte mal, ich kann auf Funkensprung einsetzen. Ist ja neutral, ist ja kein Boden. Alter. Okay, Volltreffer, ich wollte schon sagen. Jawohl. Was meine Mutter? Wie gesagt, ich verstehe nicht, was diese Formenwechsel irgendwie macht. Tun sich irgendwie ihre Werte erhöhen oder so. Ich verstehe das nicht. So. Ja, aber Little Mary hat es geschafft. So. Christopher wurde besiegt. Wissen wir jetzt für MacFans Teil 2. Er ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. So gut aussehen. Oh. Wissen wir jetzt für MacFans Teil 3. Er ist mega beliebt bei den Frauen. Oh man, ich will auch so sein wie er. Die Frauen liegen ihm zu Füßen. Oh. Die Männer wollen so sein wie er. Oh. Ah, ich wollte das ohne ein Loch ja aufzuschütten mal machen. Oh, ehrlich. So, dann hier, ne? So wäre ich nicht ganz zum Anfang jetzt zurückgeschickt, ey. Na. Na komm und raus hier. Boah, guck mal die ganzen Löcher, die ich hier umgegangen bin. Wann bin ich gut, ne? Alles klar, du wirst jetzt weniger sehen können. Wir müssen weitergehen müssen, auch wenn du nicht siehst. Was? Wie soll ich denn dann so die Trainer sehen? Die ich fertig machen muss. Oh Gott. Ah! Meine, das Logischste wäre ja eigentlich, wenn wir ja alle Löcher aufdecken würden, ne? Einfach weitergehen. Immer mehr mal schon. Reiß bloß nicht die Augen. Reibt dir bloß nicht die Augen. Aber ich habe Sand in den Augen. Ich hasse Sand. Ah, jetzt Sand. It gets everywhere. Ja, von Lauch. Es geht weiter, hab keine Angst. Problem ist, ich will keine Trainer hier verpassen.
Da, ich sehe dich, Arena Challenger. Ich dich aber nicht. Ja, das tut mir leid, Maler. Und Lackierer oder was? Mogelbaum. Da kommt Herr von Lauch. Das habe ich ja erstmal wen einsetzen. Ne? Durchbruch. Aber den bestimmt mit einem Schlag weg. Pass auf. Alter. Robustheit. Autsch. Oh, okay. Ja, Herr von Lauch ist ein bisschen zu stark. Guck ich mal den Angriffsgrad von dem Typen an. Oh. Ich habe zwar entdeckt, aber deine Schwachstelle leider nicht. Jetzt genau, du bist den Sieg, den Weg zum Sieg bestreiten. Okay. Man lernt durch seine Fehler. Na komm. Die Aufnahmen sieht man ehrlich gesagt besser, wie ich gerade. Ein Durchbiss zu Schuss, du hast es fast geschafft. Oh, jetzt sehe ich was. Ich sage, ich habe einen Trainer verpasst. Nö. War nur eine Trainerin. Krass. Das war ja einfach. Gut. Das war fabelhaft. Wo ist euer Challenger Brit? Den Kampfplatz. Okay. Was der Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt ramme ich diese Detektoren den Typen in die Augen. Alles klar. Erstmal muss ich meine Leute hochheilen, meine Pokémon. Ne, Tränke. Ich hier. So, noch meine neuen Pokémon eingesetzt. Blackwing kann mal den Start hier machen. Sein Münzamulett ihm verpasst. Irgendwie sind Krähen sind ja meine persönliche Vogelart. Das ist mein Herr, also nicht gut, dass ich eine Krähe in mein Team habe. Muss niemand verstehen, das ist ein Insider mit dem Vegas. Wir müssen eigentlich einen Düsselgoer haben in sein Team. Was geht? Ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich will diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Also, gefühlt diese Schwert- und Schild-exklusiven Arena-Leiter haben so gut wie gar keinen Charakter. Arena-Leiter Mac fordert dich heraus. Tanatora. Ach du, okay. Mein Gott, du hast das Ding vollständig geworfen. Du bist, glaube ich, Stein und Eis, was irgendwie die schlechteste Kombination überhaupt ist gegen ein Stahl-Pokémon. Er steht mit dem Rücken zu mir, seht euch das an, ey. Er macht Posing. Was? Warte mal, war neutral? Dafür ist Eis. Okay. Gott, Ausbruch, ey. Trotzdem weiter Stahlflügel. Kalkklinge. Gott. Ja, super. Obwohl, und jetzt sowieso nichts mehr. Kalkklinge. Ach, du bist Wasser und bist Wasser und Stein, ne? Ich habe nichts, was gut ist. Ja, okay. Ich mal sagen, was das mit Blackwing. Au. Jetzt hier niemand einwechseln, der jetzt direkt Freeze bekommt. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken.
eine ziemlich ungünstige Position, in der wir gerade sind. Müssen doch eigentlich schnell sein, ne? Relativ 99. Weil der Ding hat Rausbruch. Du wirst ja wohl einen Schlag überlegen, ne? Okay, Little Mary. Komm. Funkensprung, obwohl Kugel sagt, wäre irgendwie besser gewesen. Verdammt! Oh, sehr gut. Okay. Ein etwas holpriger Einstieg, würde ich sagen. Bloody Mary. Potrot. Oh. Okay. Von dir geht jetzt nicht so eine riesige Gefahr aus, würde ich sagen. Ich mache aber trotzdem den hier. Donnerwell. Du bist Gesteinkäfer, ne? Ich würde mir Mary ehrlich gesagt noch aufbewahren. Allein wegen Donnerwelle schon. Alles neutral, glaube ich, ne? Voltiamat mit Stahl. Müsste eigentlich was bringen, ne? Überleg, aber kann Potrot für Attacken, Käferattacken, ne? Aber Potrot hat niedrigen Angriff. Also was hat der vor? Felsgrab, okay. Ja. Muss jetzt leider nicht so bringen. Initiative kannst du ruhig senken. Keine Ahnung, irgendwie habe ich doch für die Exclusive Arena Leiter wohl irgendwie vernachlässigt. Oh. Okay. Ach, weil neutral ist Stein, okay. Mein Papella hatte irgendwie mehr Screen Time, die drei Arena Leiter. Vor Seider hatten mehr Screen Time. Bei den Schwert- und Schild-Exclusive Arena-Leitern, die siehst du gar nicht irgendwie so in der Story. Die siehst du einfach nur vor die bekämpft kurz. Und schade. Aber sind gerade diese exklusiven Arena-Leiter interessant. Ich hätte gerne ein bisschen mehr von Seider gesehen. Aber man hat ja gar nichts gesehen von der. Oder von Neo in Schild. Ist doch was für ein Ding. Was bist du? Ja, Mann, du bist Stein, ne? Tarnstein. Oh, nee. War zum Glück hat er das nicht als erstes schon eingesetzt. Das wäre übel gewesen. Obwohl, wenn du Gestein bist, dann ist das ja neutral, ne? Also, guck mal her. Wunderraum. Oh, ist das nicht? Ne, das ist Bizarro. Was war das? Verteidigung und Spezialverteidigung wird ausgetauscht. Okay. Aber bis jetzt geht's noch eigentlich, ne? Bis jetzt ist relativ einfach. Nein, ich bin noch nicht so staubzerfallen. Ich kämpfe weiter. Also was sein letztes Pokémon? Montre irgendwas. Montre Cabo. Aber bist du in Entwicklung von diesen einen Dingen? Von diesen Waggon? Ja, Waggon, ne? Warte mal, das ist effektiv dann. Jetzt war ein gigantischen Fels. Ja, ja, Geiger Dynamax. Jo. Und zeig mal. Alter. Hallo. Felswurf. Ich bin immer noch schneller als du. Was? Na, natürlich nur zweimal. Ein großer Körper steckt große Kraft. Warte mal ab, die wird gleich alles wehtun. Gigaschlacke, was ist das denn? Ach, Boden. Stein. Oh Gott. Au! Ich lebe noch. Mit Schreiter sind von Steinbocken umgeben. Aber es war Tier. Deiner Brocken.
Ich kann auch einen Berg erstellen. Hier, schau dir das mal an. Geiger. Nämlich Geiger, Dynamax. Dynamax. Tiamat. Heiner. Zwei Brocken treffen aufeinander. Jetzt kommt deiner Brocken. Warte mal, ist doch gleiche Angriff. Also genau gleich Angriff. Ein Sandsturm kommt auf. Kriegen wir doch beide Schaden von, oder? Autsch. Ja. Und jetzt den noch hier. Deiner Brocken. Oh, oh Gott. Au. Das ist sehr effektiv. Ich glaube, die Arena-Leiter werden ein bisschen zu einfach in letzter Zeit. Ja, oh, was soll's. Mein ein Pokémon ist down gegangen. Yeah. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Okay, da war einfach mal Gesteins-Pokémon. Also da habe ich mir jetzt nicht so schwer vorgestellt. Ich habe jetzt aber auch viele Pokémon gehabt, die irgendwie effektive Sachen hatten. Also jetzt bin ich baff. Ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt. Hier der Gesteinsorden. Ich glaube, spätestens der letzte Arena-Leiter wird sehr tough. Weil ich glaube, ich keine einzige Eisattacke habe. Oder fehlen Attacken. Ich glaube, der wird spätestens ein bisschen härter sein zu bekämpfen. Mach dir keine Gedanken um mich. Ich muss einfach mehr trainieren. Das ist alles. Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Mac. In einer Anerkennung deiner Leistung bräuchte ich dir diese TM. Felsgrab. Relativ schwache TM eigentlich. Muss ja auch noch die Nachbildung von Max Uniform. Und das ist ja nur halb so cool. Steins Uniform. Ich hätte über die Uniform von den Leuten in der Arena. Der Steins Ohren steht dir gut. Nur weiter so, Daniro. Ja, ich hätte gerne diese Klamotte hier. Für meinen weiblichen Charakter. So, jetzt kommt da wieder irgendwas. Pass auf. Oh, ich sehe, du weißt nicht, wo du hin musst als nächstes. Hier, Hallöchen. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Chichester. Lass uns einen Sieg doch feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Oh, ich habe ein Date mit Waifu. Da muss ich doch ganz schnell hin. Boah. Oh. So, ich nehme an, ich bin hochgeil, ne? Wie die Story einen immer irgendwie so, wenn ich unauffällig versuchen will, zu sagen, ah, du weißt nicht, wohin muss. Aber es ist doch irgendwie offensichtlich hier. Ich meine, hier ist wieder eine Route, die sind sogar nummeriert. Also hier muss ich als nächstes hin, ne? Oder hier, keine Ahnung. Da muss ich am Ende wieder zum Dings zurück, zu Claw City wegen Roy. Hi, hopp. Oh hey, Daniro, du hast ja schon den nächsten Orden geschnappt. Was, super. Bist du ja, wir haben bereits auf dich gewartet. Oh, ich habe kein Date mit ihr. Ich habe immer noch nicht Neues über die finstere Nacht, weil ihr Pokémon des Schwerts und des Schildes herausgefunden. Naja, ja, war ja so ein Ding. Moment mal, das. Das gibt's doch nicht. So ein fesches Poster. Ja, oder? Lecker Pauls strahlendes Lächeln wird richtig hypnotisierend. Aber warte, das meinte ich gar nicht. Du bringst mich ganz durcheinander. Was? Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und der Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Ja, die Pokémon haben jetzt die Klamotten, ne? Vielleicht endet so die Legende? Hm, nachdem sie sich die Helden geholfen hatten, fielen sie also in eine Art tiefen Schlummer? Das habe ich nicht gesagt. Waren das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei den antiken Städten herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war es meine Vermutung.
Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder das Schild war? Ich stehe gerade auf dem Stauch. Von welchem Pokémon redest du? Daniel, du weißt doch, was ich meine, oder? Da weiß ich schon mal bald. Kein Schimmer, von was du redest. Ja, irgendwie nicht. Was? Ich meine, das sind die beiden Logo-Pokémon. Aber wie kommt denn der darauf, dass, dieses eine Pokémon, dieses eine zufällige Pokémon, was mit diesem Schwert und dem Schild zu tun hat? Das hat doch gar kein Schwert oder ein Schild. Also, wie ist denn der jetzt darauf gekommen? Kein Schimmer, von was du redest. Wenn es ums Kämpfen geht, bist du nicht gerade eine Leuchte. Was? Sag mal, du, denk doch mal nach. Dieses merkwürdige Pokémon aus dem Nebel, das wir im Schlummerwald gesehen haben. Das könnte doch eins der Pokémon aus der Legende gewesen sein, oder? Wie kommst du darauf? Stimmt ja, er war ja im Schlummerwald. Bin eigentlich nur auf der Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich, dass ich das alles ungeheuer spannend. Komm, lass uns erstmal essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Weißt du, wenn dieser Wolf irgendwie eine Waffe im Mund gehabt hätte, dann könnte ich irgendwie so verstehen. Vielleicht war das dieses Pokémon, aber wir sind wortwörtlich einem Pokémon begegnet, das wir nicht kennen. Und der sagt einfach, vielleicht waren die das. Ich stelle mir nur so vor, wie da irgendwie so ein Carpador über den Weg läuft. Vielleicht ist das das legendäre Pokémon. Gott, ey, ich hasse diesen Typen. Hm, verstehe, sehr interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Churchester genau erkunden. Vor allem die Heroin-Türme würde ich gerne mal unter die Lupe nehmen. Okay. Komm, mach mal noch. Ich will ja fertig sein in der Stadt. Oh, okay. Wie es aussieht, müssen wir auch weitermachen, ja? Ist ja gut, hopp. Wir kommen ja schon. Die Heroin-Therme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird der Heroin-Therme eigentlich nur vom Pokémon genutzt. Das macht mich schnutzig. Hm, wer genau waren diese Helden, die damals eine Therme gebaut haben sollen? Vielleicht sind ja diese beiden Menschen jetzt Pokémon. Das werde ich später näher untersuchen. Vielleicht haben die sich ja im Pokémon verwandelt. Ihr beide seid im Schlummerwald diesen merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht würde euch diese Ehre zuteil, wenn ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei die neuen Helden des Schwerts und des Schilds werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei einem großen Kampf zugesehen. Hey Daniel, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Moment noch. Na gut, aber lass mich nicht zu lange warten. Boah, jedes Mal. Okay, da würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir weiter mit... Nee, in der nächsten Folge werdet ihr wahrscheinlich erstmal, wenn das einer der Arena-Leiter ist, der exklusiv für diese Edition ist, dann werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Teil erstmal sehen, wer der Arena-Leiter in Schild ist. Und ja, würde ich sagen, euch hat der Part, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like oder ein Kommentar. Like, Kommentar, Abo. Ein Like, Kommentar und ein Abo, das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski und bye bye.